Ja, liebe Freunde, ich heiße euch willkommen zurück zu The Stanley Parable und ich weiß gar nicht, was uns heute so erwartet. Also die letzte Folge oder die letzten zwei, ich weiß noch nicht, wie ich das gesplittet habe, wahrscheinlich eine Folge, die war einfach super geil. Ich sagte Minecraft und Portal. Ja, und wir sind wieder in unserem Büro, haben den Knopf oder die Knöpfe gedrückt, erinnert mich so ein bisschen an Lost. Naja. Ja, und ich würde sagen, heute versuchen wir einfach mal das zu machen, was der Erzähler uns hier so sagt, damit er nicht immer so traurig ist und so. Ich meine, der hat sich ja viel Mühe gegeben bei dem ganzen Scheiß hier. Hallo? 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 Aber dass hier alles abgeschlossen ist. Das ist ja... Kann man hier nirgendwo durch? Ich mach das jetzt so oft, bis der irgendwas sagt. 429. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stan... Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. I have to say, I'm still not feeling the satisfaction of witnessing true effort for a noble cause. Perhaps 50 clicks will do it. Yes, almost certainly 50 clicks. Ja, Freunde, es tut mir leid, ihr habt gehört, was er sagt, ne? Wir kriegen für 50 Klicks, also 50 mal die Tür öffnen, ein Achievement. Ich hab gar keine Uhr an. No, I'm still not feeling it. I want this achievement to have meant something. It has to be a true reward for valiant effort. I want to see some hustle, Stanley. I want to see commitment, a willingness to go all the way, no matter what the cost. Why don't you go put 20 clicks into door number 417? Wo ist die denn? Wo sind die 417? 20 Klicks? Wo ist die denn? Verarscht er uns gerade? Verarscht er uns gerade? Hier gibt's gar keine 417, oder? Gucken wir mal. Doch, hier gibt's irgendwo eine 417. 420. Wo ist die? Wo ist die? Ja! 1, 2, 3, 4. Oh, great. Now, go click a few times on door 437. 437? War die nicht da hinten? Moment, ich muss mal kurz hören. 437. Achso. Doch. Ah, nee. Hier ist 6. Hä? Hier ist der und. Okay, war nicht hier. 36? Wo ist denn die 36? Das ist die 37. Hä? Wo ist denn die 36? Ach, 37. Oder? Was ist jetzt? Egal. Excellent. I think we're getting somewhere. Now, door 415. Let's give it 10 clicks or so. 415? 415, machen wir doch. Für ein Achievement tue ich doch alles. Okay, 415, 416, 415! 3. Now, back to door number 437. Ah, Mann. Ich glaube, der verarscht uns irgendwie, oder? Kann das sein, dass er uns jetzt verarscht? Ich glaube, der mag, dass er uns im Griff hat. Let's see. How about you click on, well, I don't know, the copy machine? Natürlich, Moment. All right, back to room 417. I'm really feeling it now. I think we're getting somewhere. 417. Okay, now go climb on employee 419's desk. Ach so, 419. Auf den Schreibtisch von der 419. Ach, hier. Yes, this is great. You're putting it all on the line, Stanley. I like that. All right, let's keep it up. Go give me a few clicks on door 416. 16? Der hat 6 gesagt. 16. What? Achso, ein paar. We almost got it. Now the copy machine, do that one again. Na, ich bin ganz aufgeregt. Wo ist die Copy-Maschine?
War das die eine? Achso, das. Ah, ich dachte, hier steht noch eine. Die müssen ja dann immer durch die ganzen Büros laufen. Nein, ist egal. Wir müssen zur Kopiermaschine. Wir müssen zum Kopierer. Finish it off, Stanley. 5 clicks on door 430. Yes! We did it! Oh, wow. That felt amazing. Oh, you really earned it, Stanley. Nothing could hold you back. Yes, I'm very proud of how far we've come today. Just think, only a few minutes ago, you believed an achievement was worth 5 little clicks. Really now, what were you thinking? Alter, der hat uns voll verarscht. Ja, der hat uns total verarscht. Eben dachten wir kriegen ein Achievement für nur 5 Klicks. Und jetzt, hä? Wofür haben wir das jetzt bekommen? Haben wir überhaupt eins bekommen? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall mussten wir jetzt viel mehr dafür tun. Wir wurden voll missbraucht. Wir sind voll die billige Lampe. Naja. Ja, egal. So. Das kennen wir alles. Das gucken wir uns irgendwann nochmal an, falls es hier noch was Neues gibt. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt einfach mal. Stanley came to a set of 2 open doors. He entered the door on his left. Die linke Tür. Rechts können wir natürlich dann auch noch andere Sachen machen, wenn wir uns anders entscheiden. Das ist natürlich klar. Aber das machen wir dann irgendwann anders. Das wird wahrscheinlich so ein 100 Folgen Projekt. Yet there was not a single person here either. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Tja, vielleicht finden wir dann bei unserem Chef im Büro irgendeine Antwort. Okay. Meeting Room, Floor 4, bla 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 bla, Group bla bla bla. RIP France. Tomorrow, complete today's unfinished agenda items. Write next day's agenda, reflect. Okay, was ist hier? Wir sollen den Paper Guy töten. Feuern. okay. Ihr könnt einfach Pause machen, falls ihr das wirklich genau sehen wollt. Ich kann euch. Also, das wird ja. Das Spiel, das läuft ja aus dem Ruder, wenn ich mir das jetzt alles genau angucke. What do people want? Dinge auf jeden Fall. Die wollen Geld, die wollen noch mehr Geld. Dinge, aber money to buy, also die man mit Geld kaufen kann. Noch mehr Dinge? Fragezeichen. Graphen natürlich, ja. Graphen about. Ah, und natürlich Graphen über Dinge plus Geld. Ach so, we have our new product. Wir haben unser neues Produkt. Okay. Profit. What are your dreams for the future? Success, lunch, travel. Okay, a boat. Talk radio, plant life, football. Tips for not getting fired. Tipps, damit wir nicht gefeuert werden. Wenig reden, okay. Und nicht gefeuert werden, natürlich. Das ist der beste Tipp. How to solve a dispute with a coworker. Let it ball up inside you. Oh, ich muss mich gerade mal anders hinsetzen. Using the employer said everything is okay. Ja, die ganzen Slides hier, das ist auf jeden Fall total toll. Ich mag ja so PowerPoint-Präsentationen. Jeder ist einzigartig. Du ganz besonders. Also du. Du da hinter der Kamera. Number of slides on this slide. Ah, slides, charts, charts and slides. Oh, geil. Rate and read charts on the same slide depict the same information. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich mich verschluckt und musste lachen. Das ist eine schlechte Kombination. Aber ich lebe auf jeden Fall noch. Ah. Ja, wir gehen jetzt erstmal durch. Wie gesagt, ihr könnt ja Pause machen. Room closet. Oh, die Tür ist zugegangen. Gehen wir mal rein. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back on track. Ja, ein schöner Besenschrank hier, oder? Unglaublich hier, die Wände vor allem, nicht ganz verputzt und so, hier im Drehgips, ne? There was nothing here. No choice to make, no path to follow, just an empty broom closet. No reason to still be here. Klar, hier kann man total viel machen, klar. Guck mal, hier alleine die Atomschnur, oder was ist das? Er sagt gerade, that Stanley was still just sitting in the broom closet. He wasn't even doing anything. At least if there was something to interact with, he'd be justified in some way. As it is, he's literally just standing there doing sweet FA. FA, was ist FA? Egal. Ja, er sagt auf jeden Fall gerade total langweilig, das ist gar nicht story relevant und irgendwie. Are you really still in the broom closet? Ja, immer noch. Doing nothing? Ja. Why? Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused.
Ja, okay, Erzähler ist jetzt ein bisschen confused, ein bisschen verstört, ein bisschen... Er wundert sich, warum wir immer noch in diesem Besenschrank sind. No choice or anything in here, right? If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me, because literally, this closet is of absolutely no significance to the story whatsoever. I never would have thought to mention it. Ja, also der Raum ist überhaupt gar nicht erwähnenswert, gar nicht wichtig fürs Voranschreiten der Story, ja. Somehow its own branching path. Maybe when you go talk about this with your friend, you'll say, oh, did you get the broom closet ending? The broom closet ending was my favorite. Ja. I hope your friends find this concerning. Das broom closet ending, das war unglaublich. Habt ihr das auch gehabt? Das war really stupid. He probably only got the job because of a family connection. That's how stupid he is. That or with drug money. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Jetzt fängt er mal an, uns zu beleidigen. Also, ich glaube, wir bleiben hier drin, ja? Well, I've come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. Stimmt, wir sind hier drin gestorben. Explored it a bit, and we're just about to leave because there's nothing here. When a physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Well, in a situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Hello? Anyone who happens to be nearby? The person at this computer is dead. He or she has fallen prey to any number of your countless human physiological vulnerabilities. It's indicative of the long-term sustainability of your species. Please remove their corpse from the area and instruct another human to take their place at the computer, making sure they understand basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right, when you've done that, just step out into the hallway. Was soll ich da noch zu sagen? Also, wir bleiben weiterhin hier drin, oder? Wobei, wir wollen ja eigentlich nur das machen, was er uns sagt. Naja, okay. Vielleicht kommt jetzt auch nichts mehr. Naja, komm. Ah, second player. It's good to have you on board. I guarantee you can't do any worse than the person who came before you. Ja, wir sind jetzt quasi der zweite Spieler. Wir sind ja gestorben da drin, ne? Oder auf unserer Tastatur. Wir sind ja einfach ersetzt worden durch einen zweiten Spieler, ne? Und wir können das gar nicht so schlimm machen, wie das der vorherige Spieler gemacht hat. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Ich kann nicht da hochgehen, ich muss unten lang. Tut mir leid, in der nächsten Folge machen wir, was er möchte. Es tut mir leid, ich kann einfach nicht gehorchen, das ist mein Problem. Ich kann übrigens nicht pfeifen, es tut mir leid. Feuerhose. Ach, da ist eine Feuerhose drin. Also. Feuer. Ja, okay. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht im Büro von dem Chef, aber da steht bestimmt das Auto vom Chef. Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss. Admitting ja, konnte he had left his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy. Why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all? None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming, he yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job,
he wasn't crazy after all. And he thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Nein! Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was Nein! So much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Warum? Genau. Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts. He thought it all very odd and wondered if this voice spoke to all people in their dreams. The truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Everything will be fine. I am okay. I am okay. Stanley began screaming. Please, someone wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Alter, das ist this is the Spiel. Story of a woman named Mariella. Was? Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. Stanley? Although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments, she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this, and in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Ah ja, okay. Und jetzt? Wie geht's jetzt weiter? War's das? Was kommt denn jetzt? Ja. Okay, ich würde sagen, ich mache hier eine kurze Aufnahmepause, bevor wir uns dann dem dritten Durchgang widmen. Ich glaube, wir müssen uns beide jetzt erstmal überlegen, was das jetzt war. Es war einfach... Alter, spielt das bitte nicht, wenn ihr Kopfschmerzen habt oder so. Das ist einfach total verstörend und total anstrengend, das Spiel. Aber super geil, wirklich.
Ich kann mich nur wiederholen, ich habe noch nie sowas gespielt. Das ist einfach geil. Es gibt auch wirklich noch einfallsreiche Entwickler. Und ich würde mir viel, viel, viel mehr solche Spiele wünschen. Ja, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir dann mal wirklich, was er möchte. Bleiben nicht ewig im Besenschrank. Und ja, ich würde einfach sagen, bis zum nächsten Mal mit diesem geilen Spiel. Tschüss.